بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Die Frage lautet: ما هي لغة الجنة؟ Mit welcher Sprache reden wir im Paradies? Jeder von uns weiß, dass die arabische Sprache ist die beste Sprache. Die Sprache vom Koran. Eine Sprache, die richtig reich ist. Aber trotzdem, wir wissen nicht genau, dass die arabische Sprache ist die Sprache des Paradies, weil wir kein einziger authentischer Hadith haben. Und wenn wir kein einziger authentischer Hadith haben, das heißt hier, man muss einfach nur sagen, Allahu a'lam, Allah weiß genau. Es gibt ein Hadith, obwohl das kein Hadith ist. Hadith al-Mawdu', ein erfundener Hadith, wurde gesagt, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: Ahibbul Araba li thalath. Ihr sollt die Araber für drei Sachen lieben. Die erste ist, weil ich ein Araber bin. Und zweite ist, weil Al-Quran auf Arabisch ist. Und auch, weil wir im Paradies auf Arabisch reden. Wie gesagt, das ist eine Hadith, erfunden ist. Deshalb, bei solchen Sachen, die mit Al-Ghaib verborgen zu tun hat, einfach stumm bleiben und schweigen. Dürfen wir nicht viel diskutieren und auch nicht viel Zeit verlieren. Genau wie der Sahabi, der auch gekommen ist und fragte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ja Rasulullah, Metasa'a. Das heißt, wann kommt die Stunde? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte ihm: Wa mada a'dathta laha. Was hast du für die Stunde vorbereitet? Das ist unsere Sorge. Was haben wir für Paradies vorbereitet? Deshalb, liebe Geschwister, muss man immer achten auf solche Sachen, die uns nur die Zeit verliert. An der Shaitan, der freut sich und der sagt, diese Leute reden über Sachen, die nicht mit Sicherheit zu tun hat. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul: Min husni islami al-mar' tarku ma la ya'ni. Das heißt, ein Zeichen, der ein richtiger Muslim ist, dass er die Sachen, die unnötig sind, einfach lässt. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, muss man einfach nur auf Sachen, die nützlich sind, achten und die Namen und alle Sachen, die wir nicht von diesen Sachen profitieren, einfach lassen. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.